Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu XCOM Chimera Squad. In der letzten Folge, die ich mit einem kleinen Cliffhanger beendet habe, was ich eigentlich eher ungern mache, waren wir vor dieser Tür. Wir suchen weiterhin nach Beweise in verschiedenen Nebeneinsätzen, um herausfinden zu können, wo denn der graue Phönix die ganzen Waffen bezieht, beziehungsweise wir ermitteln ja allgemein gegen die Gruppierung der graue Phönix. Deswegen schauen wir mal. Wir sind vor dieser Keypad-Tür. Der Letzte, der hier reingeht, dessen Waffe wird deaktiviert. Deswegen habe ich schon eine Idee, wen ich als Letztes reinschicke. Wir fangen an mit Godmother, Verge, Cheerup und Terminal. Das heißt, sie kann nicht schießen, aber sie hat noch ihre neue, neu akquirierte Waffenstörgranate. Und die kann sie wenigstens werfen. Beziehungsweise sie kann erneuern machen. Das ist auch eine gute Idee. Wir machen erneuern, also sie kann mehrere Aktionen wählen, entweder alle heilen oder schießen. Da sie eh keine Waffe hat, wird sie uns alle heilen. Das ist eine super Idee. Heil uns alle! Muss ich mir merken. Das ist ein guter Move. So. Wir haben eine Python, einen aggressiven Dominator und einen Soldat. Aber da die Python eh tot ist, wenn ich sie treffe, machen wir sie gleich. Guter Treffer. Wir werden einen levitieren und das machen wir beim Dominator, denn dann ist der vom Status her nicht mehr auf aggressiv. Sehr guter Move. Du kannst... Du mach mal den Phalanx, ist eh der letzte Raum. Phalanx, das heißt, wenn ein Aggressiver schießt, geht's auf ihn und es macht keinen Schaden. Und du darfst es dir jetzt aussuchen. Du triffst jetzt einfach mal den Dominator. Ach so, hä, ich dachte, die Waffe wird deaktiviert. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber es ist nicht schlimm, wir haben es hinbekommen. Wahrscheinlich wird sie jetzt deaktiviert, oder? Ja, jetzt wird sie deaktiviert. Da ist unsere VIP, um Gottes Willen. Retten und in Sicherheit bringen. Es gibt Gesichtslose hier. Oh Gott, tatsächlich. Verdammt nochmal. Okay, Freunde, das ist ein sogenannter Gesichtsloser. Wer XCOM 2 gespielt hat, der kennt ihn. Der wird ihn hassen. So wie ich, denn der hat sehr viel Leben und er ist sehr unangenehm, aber er bewegt sich zum Glück als Letzter. Ich könnte hier auf eine Tonne schießen, was gar nicht so schlecht klingt. Okay, es wird sehr interessant. Wer ist denn der Nächste? Wer ist denn der Zweiersoldat? Das ist der da oben und danach der Dreier, das ist er. Ich will ihn hier weghaben. Deswegen machen wir mal Folgendes. Geh mal dahin. Schon unterwegs. Und mach deinen Streuschuss. So können wir zwei treffen. Nein, nur einen. Verdammt nochmal. Ich will aber den Soldaten wegkriegen. Den Dominator. Was? Das kann doch nicht wahr sein! Los geht's! So viel Chancen! Ach, Freunde der Nacht! Ja, Gott, Mann, jetzt kriegst du die Bestrafung. Wobei du nichts dafür kannst. Ja, jetzt kommt der Dominator dran. Was? Betäubung? Ja, genau deswegen will ich doch diesen verdammten Dominator wegkriegen. Verdammt nochmal. Okay, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Wer ist denn der Killer? Wo ist denn hier ein Killer? Das bist du da hinten. Okay. Mach mal den Kampfwahnsinn. Weil dann kann er vielleicht auf den Soldaten da oben schießen. Das wäre mir ganz recht. Ja. Okay, noch besser. Sehr gut. Aber leider ist er immer noch betäubt, der Typ. Wen betäuben wir denn als Nächstes? Ich würde den... Ja, ich würde ihn immer noch gerne hier nehmen, den Berserker-Typen. Aber wir schießen mal auf diese Kiste. Ja, dann wird er nämlich... Sehr schön. Sein Schild ist zerschreddert. Das Problem ist, dass der jetzt... Oh. Die Waffe wird verfolgt. Was? Was ist denn das? Der hat meine Waffe deaktiviert. Was ist denn das für ein übertriebener Typ? Der kann Waffen deaktivieren. Ja, ich spinne. Ich glaube, ich spinne wohl eher. Was mache ich jetzt mit ihm? Das Kinetikschild. Ja, für wen? Für Godmother. Dann ist sie eine Runde unverwundbar. Okay, Freunde. Dieser Killer ist ja echt brutal. Ziel angegriffen. Okay, gut. Sehr gut. Das Schild war wichtig. Na klasse, keine Munition mehr. Aber jetzt habe ich eine Idee. Du hast doch deine Waffenstörgranate, deswegen werf sie genau dorthin. Granate! Ich weiß, dass der Gesichtslose keine Waffe hat, aber die anderen beiden Deppen.
Du kannst noch schießen, das ist gut. Oh ja, bitte auf den... Moment, hier. Ich hoffe, sie sucht danach automatisch Deckung. Sie steht ja direkt neben einer, also könnte das schon sein? Gott sei Dank. Such Deckung. Okay, gut. Gut. Der ist jetzt ein Problem. Was? Wie hoch kann der springen? Eieiei, er hat mich nur gestreift und macht schon 2 Schaden. Okay, nachladen. Lade nach. Dein Streuschuss bringt nichts. Auf wen kannst du schießen? Wer ist denn der Nächste, der dran ist? Der Killer. Den treffe ich halt kaum. Probier's. Ah, nur 3. Kann sie nicht töten direkt. Nee, das bringt nicht so viel. Der Killer ist der Nächste. Ich muss diesen Killer erwischen. Ich kann es dorthin schaffen. Ja, ich hoffe doch. Bitte, mein Freund. Bitte, der ist so... Oh, Moment. Ich habe Kampfwahnsinn. Es geht nur auf den. Ah, es geht nur auf den jeweils. Bitte! Nein, der ist doch viel zu gut, der Typ. Dieser Killer, der macht... Oh, er trifft nicht zum Glück. Okay, gut, er macht nichts weiter. Das ist sehr schön. Ja, der Typ da oben ist sehr, sehr stark. Als Nächstes ist der Schläger dran. Ja, ich kann nichts machen. Gib mir mal... Mach den geladenen Schlag gegen den. Moment. Mach so rum, sonst wird unser Kollege verletzt vielleicht sogar. Mit dem ist nicht zu spaßen, aber es hat ja zum Glück 5 Schaden gemacht. Ich dachte, ich schaffe es. Schalte das Ziel aus. Oh Gott, Freunde. Godmother ist so gut wie tot. Bitte heil Godmother, sonst hat sie ein großes Problem. Ist sie denn nicht in deiner Deckung? Ja doch, aber sie wird dauernd getroffen. Warte, kannst du den nicht überwältigen? Geht das auch mit dem großen Typen? Hä, was macht sie denn? Okay, gut. Okay, sie wird hier dann gesehen. Ich will diesen Killer erledigen, unbedingt. Ja, ich könnte ihn ausräuchern oder so, aber was bringt's mir? Also wenn ich hier reingehe, dann wird der Feuerstoß aktiviert, aber hier kann ich hingehen. So, und jetzt. Nein, töte diesen verblödeten Penner. Danke. Also Freunde, merken, Killer sind sehr eklig. Du gehst dahin und machst mal... Du machst Stumpfsinn. Deine Gedanken gehören. Damit ich ein bisschen betäuben kann, den Typen. Okay, wir gehen mit ihm hier jetzt runter. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, nicht treffen können aus der Position. Wir gucken mal. Nee, dann mach nochmal ein Kinetik-Schild für Godmother. Sicherheit geht immer noch vor. Der ist jetzt, glaube ich, eh betäubt. Kann er jetzt trotzdem angreifen? Halte das Ziel in Schach. Warum kann er denn trotzdem angreifen? Wieso? Warum betäube ich ihn denn dann überhaupt? Versteht ihr die Logik? Was ist denn das für ein Scheiß? Verstehe ich da was nicht? Gibt's ja gar nicht. Okay, es ist ja an sich kein Problem. Wir können ja Schutz anscheinend unendlich mal einsetzen. Danke. Kaum noch Munition. Das ist mir egal, du schießt diesen Typen jetzt ins Gesicht. Ja, so ungefähr kann man das machen. Nur noch wenig Munition. So, und du knüppelst den jetzt nieder und dann ist das Ganze hier erledigt. Habe das Ziel verhaftet. Ach so, wir müssen ihn hier noch, okay. Ja, wir müssen jetzt noch rüber zu ihm und ihm da den Rest noch geben. Rein ins Vergnügen. Dann haben wir den aber auch geschafft. Die Patronen sind alle. Die brauchst du jetzt nicht. Tu diesen Typen überwältigen. Ach so, nee, Moment, wir müssen sie sichern. Deswegen müssen wir in den Kreis reingehen. Das war's schon. Evakuieren. Und wohin? Nach da unten. Okay. Leute, geht alle so weit wie möglich Richtung Süden, wenn ich das jetzt wieder gewusst hätte. Ne? Okay, geh rüber.
Alles gut, das kriegen wir alles hin. Godmother, soweit es geht. Keine Sorge, das kriegen wir schon. Notfalls macht er sein Schild auf die Geisel. Die Waffe ist leer. Das kriegen wir alles hin. Auf dem Weg. So. Oh, er kann schon gehen. Ja, dann geh weg. Hau ab, Junge. Das Problem ist Godmother, aber wir können ein Kinetik-Schild auf sie setzen. Das geht dann schon. Ja, da oben sind böse, böse Buben. Schon unterwegs. Gebt mir Deckung, während ich nachlade. Nee, nix nachladen. Du verschwindest sofort. Sie hat schon ein Kinetik-Schild, alles klar. Nur noch wenig Munition. Dann habe ich eine Idee. Kannst du denn... Ach nee, der mit dem Schild, der kommt noch. Dann geh du mal hier weg. Du kannst abhauen. Jetzt kommen Gegner, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen unsere Leute schon hin, auch wenn sie getroffen werden. Liquidiere das Ziel. Außer wenn Terminal natürlich so schlecht dasteht. Das habe ich jetzt ganz verpennt, dass sie überhaupt keine Deckung hat, ich Esel. Moment, ich muss was machen. Kinetikschild. Und du haust jetzt schon mal selber ab. Das habe ich ja voll verpennt, ich Esel. Ja, ja, es ist typisch XCOM. Kleine Fehler können strafen. Können sträflich sein. Terminal muss jetzt unbedingt abhauen. Jaha, der Kinetikschild war wichtig, sonst wäre die Mission ja wahrscheinlich vorbei gewesen. Und das wäre sehr ärgerlich. Na klasse, keine Munition mehr. Egal, hau ab! Godmother hat selber doch ein Schild, sie kommt damit schon zurecht. So, jetzt der Python-Angriff. Gut. So, Godmother, deine Runde. Die Patronen sind alle. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Geh raus hier. Okay. Das sollte es gewesen sein. Yeah, geschafft. Es ist schon nicht so einfach, aber ich muss auch sagen, wir spielen hier trotzdem mit einem Squad, das heißt mit 4 Leuten. Es ist nicht leicht, aber wir kriegen das schon hin. So. Puh, eine erfolgreiche Mission. Ich denke, wir haben auch ein paar wichtige Infos gesammelt für unsere Hauptquest. Wir haben eine Waffenmodifikation erhalten, der Schaft. Das heißt, ein Fehlschuss würde trotzdem noch einen Schaden anrichten. Das ist sehr gut. Und es gibt eine neue Sequenz. Sicherte sich City 31 die Unterstützung regionaler Widerstandsnetzwerke, um den Frieden zu wahren. Die Aufständischen gehörten zu einer Zelle des Bürgernetzwerks. Als der globale Rat die Eingliederung von Aliens und Hybriden in die Gesellschaft beschloss, zogen sie sich zurück. Eine sehr kurze Sequenz. Damit diejenigen zu schützen, gegen die sie im Krieg gekämpft hatten? Sieht ganz so aus. Seit 2037 sind sie nur noch in den Außenbezirken präsent und erzählen sich an ihren Wasserlöchern Kriegsgeschichten. Klingt nach einer Sackgasse. Vielleicht. Aber irgendwas hat sie dazu veranlasst, diesen Angriff auszuführen. Halten Sie die Augen offen. Interessant. Interessant. Die Ausbildung von unserem Claymore ist fertig, deswegen werden wir jetzt mal jemand anderes hier reinschicken. Das Problem ist nur wer. Wen soll ich da reinschicken? Ich benutze alle sehr gerne. Diese Leute teilen die Standpunkte derer, die Bürgermeisterin Nightingale getötet haben. Sie wollen Verge. Uns provozieren und die Stadt sieht einfach weg. Ein vermummter Sprecher von Erde wir machen es. War anderer Meinung. Außerirdische Pilgerfahrten? Sie wollen Zugang zu den bewaffneten Raumschiffen im Hafen. Natürlich wollen wir das verhindern. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Das war Seal Udesh für Kanal 37. Alright, wir haben unsere erste Squad-Änderung. Nämlich ist jetzt Claymore drin für Verge. Am ungernsten hätte ich rausgenommen sie hier, weil sie eben heilen kann. Und das mag ich eben nicht so, wenn ich nicht heilen kann. Okay, was haben wir hier? Ein Situationsziel zur Aufdeckung des Plünderermarkts ist auf der Karte erschienen. Der Plünderermarkt. Achso, das ist sowas wie der Schwarzmarkt, damit wir... Ja, ich verstehe schon. So, die nächste Mission. Ja, ich weiß, hier.
Der Plünderermarkt funktioniert wie die XCOM-Versorgung. Die angebotenen Gegenstände sind jedoch seltener und stärker. Der Markt ist nur einmal am Tag zugänglich und auch nur dann, wenn ein Einsatz mit einer Plünderermarktbelohnung abgeschlossen wurde. Interessant, das will ich aber jetzt eigentlich nicht. Ich will weiter die Hauptquest rantreiben. Was haben wir hier unten? Informationen finden. Das ist, glaube ich, so eine Mission, wo wir nichts machen müssen. Wir können ihn hinschicken und der Tag ist damit beendet. Die Unruhe im Distrikt Downtown ist auf 4 gestiegen. Ja, da können wir halt noch nichts machen. Es geht weiter. Es gab mehr als ein Dutzend Verletzte, bevor die Polizei die Demonstranten vor dem Raumhafen trennen konnte. Commissioner Malouf verurteilte die Kämpfe. Natürlich dürfen Demonstranten ihre Meinung kundtun. Wir haben einen Krieg für dieses Privileg geführt. Aber gewalttätige Ausschreitungen können wir nicht tolerieren. Vorarbeiterin Glorvar von der Gewerkschaft der Schiffsarbeiter gab hierzu folgende Erklärung ab. Wir halten uns ans Gesetz. Aber heute wurden nur Mutons verletzt. Wenn uns die Polizei nicht schützen will oder kann, werden wir uns selbst schützen. Sie hörten Seal Yudesh von Kanal 37. Interessant, diese ganzen Nachrichten, die immer kommen. Also die Stadt ist auf jeden Fall in Aufruhr. Viele protestieren und so. Ich meine, gut, es ist ja eine schwierige Situation. Wir machen weiter mit Lila. Das ist ein weiterer Haupteinsatz. Was haben wir hier? Plus 2 Tage bis zur Operationsenthüllung. Und Unruhe geht runter und wir kriegen Credits. Deswegen würde ich sagen, wir machen das Ganze. Wir haben einen Schaft erhalten. Jetzt ist die Frage, wen gebe ich denn den? Sag mal, du da, gib mal den Schutz weg. Gib den guten Claymore. Und du kriegst den Schaft. Soll ich ihm den Schaft geben? Ja, weiß ich nicht, der hat eine Schrotflinte. Dann geben wir ihm doch am besten Cheer-Up mit einer Pistole, dass er wenigstens eben einen einzigen Treffer macht, auch wenn er daneben geht. Ich muss wirklich nachschauen, was mit diesem Verstärkungstypen da drin ist, weil... Wie kriegt man den? Wie setzt man den ein? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr verwirrt, muss ich zugeben. Das werde ich mal nachschauen müssen, denke ich mal. Reddit ist da immer ein ganz guter Punkt. Da kennen sich die Leute gut aus. Oh je, hier wird es langsam schwierig in Downtown, aber wir müssen hier leider warten. Könnt ja mal hier das Feldteam rausnehmen. Oder nee, ich tue hier eins rein. Das ist eine gute Idee. Ich aktiviere ein Feldteam. Für was? Informationen haben wir sie. Wir haben Credits sehr wenig. So. Diese Feldteams unterstützen uns dann immer so ein bisschen. Wir legen los, den Überfall aufhalten. Mit unserem Neuzugang Claymore, der eine Schrotflinte besitzt, ebenfalls wie Godmother, heißt sehr viel Schaden. Auf geht's. Wir haben eine einzige Begegnung. Das müssen wir uns merken, denn ein einziger Raum, wir können also alle unsere Spezialmoves direkt verwenden. Wir müssen hier nichts aufsparen. Das sollte man wirklich immer ruhig, schon verschwenderisch ausnutzen, weil ich meine, wenn es nur ein einziger Raum ist, kriegen wir ihn. Der graue Phönix hat es auf experimentelle Technologie abgesehen. Sie dürfen sie nicht in die Finger bekommen. Alles klar, Chef. Wir kriegen das schon hin. Gibt es 2 Möglichkeiten? Ja! Sicherer Zugang. An diesem Zugang sind weniger aggressive Feinde zu treffen und genau das machen wir. Hier macht es keinen Sinn. Ich weiß, der Schuss der letzten Einheit trifft garantiert, das ist mir bewusst. Aber die letzte Einheit wird eben auch festgesetzt. Deswegen, wir gehen alle hier rein. Claymore, 12 Leben, ey. Das ist schon ordentlich. Rein mit euch! Los geht's. Also Claymore ist ganz klar auf Schaden bedacht. Auch so ein kleiner Tank. Ach, Gesichtslose, das sehe ich immer gerne. Paladin, Gesichtslose, Legionäre und ein Dominator. Und ich hasse Dominator. Schießt auf den Dominator, bitte. Jeder von euch. Ich mag den nicht, der ist sehr stark. Claymore hat seinen ersten Kill uns gesichert. Du darfst den Alpha-Schlag machen und du machst ihn gegen den Legionär. Alter, sogar ein Crit. Leck mich am Arsch, ey. Du schießt auf den Gesichtslosen, weil den du locker triffst. Sehr schön. Ein guter erster Vorstoß, Freunde. Alarmiert bedeutet, sie dürfen noch einen Schritt gehen. Wenn aggressiv heißt, dann dürfen sie schießen. Also geht alles, Freunde. Da ist der Energiewandler. Auf den haben wir es ausgesehen. Und dann raus da. So, wir machen Teamarbeit, denn... Es ist, wie gesagt, nur ein Raum, deswegen holen wir doch unseren guten Freund Cheer-Up nach vorne. Schießt bitte alle auf den Gesichtslosen, aber das könnte sie vielleicht sogar schon direkt schaffen. 4 leider nicht, aber das macht nichts.
Denn Cheerup kann ja eh mit seinem Schaft ihn hundertprozentig treffen. Aber er trifft ihn auch so. So, du hast eine Splitterbombe. Ich erinnere mich daran. Du kannst auch nur ihn treffen. 81% sind schon sehr hoch. Diese Splitterbombe, wie viel Schaden würde die denn machen eigentlich? Das würde mich mehr interessieren. Aber das ist jetzt erstmal egal. Schieß auf den Paladin. Und du bist ein genialer Typ. Der hat ihn gewonnen-hittet. Sehr, sehr geil. Wenn du das jetzt auch noch schaffst, ne, das wäre zu gut. 4. Ja, leider nicht ganz. Aber es ist auch der einzige Gegner. Und auch wenn er jetzt irgendwas macht, der Python, das ist vollkommen irrelevant. Ja, ich weiß. Cheer up, es tut mir leid. Aber das macht nichts. Schieß ihn kaputt. Obwohl, du kannst ihn ja eigentlich auch überwältigen, oder? Komm, überwältige ihn. Lass ihn los! Noch ein Kragen für den Sanitäter. Ah, es kommt Verstärkung. Alles klar, ich verstehe. Kann ich denn das... Kann ich hier trotzdem schon abhauen? Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich. Aber wo ist hier der Evakuierungspunkt? Moment. Hier hinten ist... Da, wo die Verstärkung kommt. Deswegen wird hier... Wahrscheinlich... Unser Evakuierungspunkt sein, oder? Erlangen? Ja, da hinten. Das war so klar. Schön. So, alle schleunigst drüber zum Ausgang, soweit die Verstärkung eben noch nicht eingetroffen ist von den Gegnern und danach. In Richtung Sicherheit geht es da lang. Los! Ja, Claymore, alles gut. Du könntest schon abhauen, aber nee, nee, lass das mal. Geh mal hier hinten hin. Gib mir Deckung! Oh, da oben würde auch Verstärkung, oder da oben kommt auch Verstärkung raus. Da müssen wir unbedingt drauf achten. So, was haben wir denn da Schönes? Ein Paladin und ein Legionär. Wir drehen mal ein bisschen die Kamera. So, schauen wir doch mal. Kann jeder verschwinden? Das Problem ist halt, der hier hinten kann halt einmal schießen, bevor Claymore und Godmother in Sicherheit ist. Aber beide haben noch volles Leben. Deswegen ist das kein Problem. Aus mit dir, Terminal. Terminal ist nach wie vor. Sie ist komplett Pflicht. Sie ist wegen dem Hacken Pflicht und sie ist vor allem wegen der Heilung Pflicht. Das ist einfach... Das darf gar nicht verzichten. So, evakuieren. Jetzt wird vielleicht einer von uns beiden getroffen. Das ist aber wirklich nicht schlimm. Es muss auch nicht mal sein. Was ist jetzt? Oh. Was macht der da? Ist das irgendwie besser schießen oder so? Nein, es ist so eine Art Schild. Oh Gott, das muss ich mir merken für spätere Missionen. So ein Schild kann schon sehr ätzend sein. So, Claymore ist in Sicherheit. Es fehlt nur noch die gute alte Godmother. Die auch jetzt gerade, glaube ich, flankiert wird. Aber daneben, das heißt, wir können hier weg. Sehr schön. Eine sehr gute Mission. Hat wunderbar funktioniert. Nur Cheerup wurde ganz leicht verletzt, aber das passiert. Das ist nicht schlimm. Ich bin zufrieden. Also man kann wirklich sagen, die Begegnungen oder Missionen, wo wir nur eine Begegnung haben, beziehungsweise nur in einem Raum agieren müssen, das klappt schon sehr, sehr gut. Also das ist dann... Ja gut, wir können da auch all unsere Fähigkeiten direkt einsetzen. Deswegen, das geht gut. Verge ist fertig, hat nun auch 2 TP mehr. Das ist sehr gut, deswegen werden wir... Die Spannungen am Raumhafen nahmen heute weiter zu, als Mutter und Demonstranten mit Knüppeln hinzukamen. Godmother. Godmother kriegt nun auch die Einfallkonditionierung. Alle müssen früher oder später ihr Leben bekommen. Bei Terminal muss ich schauen, wie ich es mache, denn sie ist halt, wie gesagt, unverzichtbar. Ein durchgesickertes Video von Erde über alles schien die Eskalation zu forcieren. Wenn sie damit zuschlagen, ist das ihr Ticket zurück ins Gefängnis. Och, hol einfach wieder Credits. Talk macht das immer ganz gut. So haben wir immer alles, was wir brauchen. Wir bleiben an dieser Geschichte dran. Das war Celio Dash für Kanal 37. Die Montage, was haben wir denn da eigentlich? Noch verbesserte Sturmgewehre, ja. Wäre nicht schlecht, mehr Schaden durch Sturmgewehre. Oh je, hier ist schon der Anarchiezustand sehr, sehr hoch, aber das können wir halt leider nicht ändern. So, hier gibt's Credits, hier gibt's Informationen. Das ist jetzt schwierig. Gucken wir mal. Achso, das ist wieder nur so ein Tageseinsatz, wo wir nichts machen müssen. Holen wir uns ein paar Credits.
Die Anarchie in der Stadt ist um 1 gestiegen. Ja, das ist jetzt nur der erste Anarchieanstieg, aber wir können das nicht ändern. City 1 hat verbotene Waffen nach dem Krieg nur langsam eingezogen. Das haben manche ausgenutzt. Wenn wir die Zufuhr zum Grauen Phönix stoppen, bremsen wir den lokalen Waffenhandel aus. Okay, sehr gut. Können wir jetzt unsere Hauptmission machen? 5 Jahre sind seit dem Ende der Besetzung durch Advent vergangen. Oh, Advent. Das Leben ist für uns alle ein ganz anderes. Für Menschen, Aliens und Hybride gleichermaßen. Wie geht es weiter? Sind wir in der Lage, die vielen vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern? Wir werden diese Fragen in einer neuen Sendung mit dem Namen Profile der Wiederherstellung untersuchen. Jede Episode folgt einer Person, die am Wiederaufbau des Planeten arbeitet. Und darüber hinaus. Hören oder sehen Sie uns zu. Wir wollen Ihnen die Welt zeigen. Okay, die sind fertig mit dem Gerede. Wir holen uns noch eine Waffenstörgranate. Eine zusätzliche Sprengladung. Und nochmal eine Blendgranate. Wir müssen uns ein bisschen aufrüsten. Denn je mehr Gadgets, je mehr Gegenstände wir haben, desto leichter wird es im Kampf. Und ja, ihr seht es hier oben. Einen Strich haben wir hier und das ist einfach nur, weil hier alles voll ist. Und das ist jetzt eine Hauptmission, die werden wir auf jeden Fall anfangen, beenden wahrscheinlich nicht. Ja, schauen wir doch mal. Es ist eine sehr schwere Mission. Wir haben Fenstertür, Keypad-Tür und Sicherheitstür. Keypad, da wird sie wichtig sein. Terminal, 3 Begegnungen. Ja, der Verstärkungsroboter, ich verstehe es nicht. Claymore, du nimmst mal deinen Schutz weg und es gibt... Also ich habe das jetzt gar nicht gekauft. Macht nichts. Du kriegst noch eine Sprengladung, weil Dings hat sie ja sonst immer. Die gute, wie heißt die? Godmother. Ich habe noch eine Granate mir mitgenommen. Ich glaube, Verge könnte diese Granate eigentlich ganz gut... Eine Blendgranate. Und She-Rub eine Waffenstörgranate. Wir können sie alle ausrüsten. Je mehr, desto besser. Und demnach können wir loslegen. Start! Worauf ich mich sehr freue, ist einfach, was passiert denn in der letzten Mission bei den Ermittlungen von Grauer Phönix? Kämpfen wir dagegen eine Art Endboss? Aber ihr Lieferant existiert nicht. Denn das ist ein Undercover-Einsatz. Als die Polizei erkannte, dass der Graue Phönix der Käufer ist, haben sie uns dazu gerufen. Ich war noch nie bei einem Undercover-Einsatz dabei. Schön, Cheer-Up. Oh, was ist das? Hier unten werden schon... Schaut euch mal das an. Hier unten werden schon mögliche Gegner angezeigt. Das hier scheint so eine Art Säurefass zu sein. Okay, was haben wir hier? Wir haben 3 Möglichkeiten. Die erste Einheit verursacht 3 Schaden. Claymore muss hin. Feinde verursachen während des Vorstoßes -1 weniger. Okay, alle Einheiten, die eintreten, erhalten mehr Verstärkung. Und hier Sturm und Schuss. Will ich eigentlich gar nicht. Alle sollen schwer zu treffen sein. Wir gehen alle hier durch. Rein mit euch! Undercover-Einsatz! Wir haben keine Waffen für euch hier, Penner. Oh, da ist ein Dominator. Da ist noch ein Dominator. Okay. Schieß ihn ab, bitte. Gott sei Dank. Okay, du machst das Levitieren und du machst es bitte bei dem hier. Denn damit wird sein aggressiver Zustand verhindert. Hahaha. So, wen haben wir jetzt? Terminal, du kannst eigentlich... Du schießt bitte auf den Terminator. Dominator, bitte treffen. Ein sehr schöner Treffer. Und du hast Phalanx, Dominator, die sind mir zu gefährlich. Ja, ja, aber der Schaft! Der Schaft, den ich ihm gegeben habe, hat den einen letzten Schaden gemacht, ey. Geil, oh Gott. Das war nicht sehr angenehm. Kein Problem. Also, das war ganz ordentlich. Die Otters alarmiert, ja, das ist nicht so schön, diese Ausweichmechanik. Und der Legionär, der kann auch nichts machen. Prima, was ist denn hier eigentlich? Ich sehe da gar nichts. Ach, diese Säurebehälter. Oh, die machen schon viel Schaden. Auch bei unserem guten Kollegen. Das wollen wir nicht. Deine Splitterbombe. Kannst du die denn vielleicht das beide? Ja, das wäre schon ordentlich. Das Problem ist, dass die Otter hier sich bewegt in der nächsten Runde. Aber wir machen die mal dahin. Werfe Granate. Ich will außerdem wissen, wie viel Schaden die macht. Du kannst noch drauf schießen. Ja, geil, Junge. Du bist der Shit. Schieß! Uiuiuiui, damit haben wir die Otter da hinten komplett ausgeschaltet. Aber jetzt müssen wir aufpassen, hier ist nämlich sehr, sehr viel Gift. Okay, Moment, ich muss hier kurz was gucken. Geh du mal dahin, nicht durchs Gift laufen.
Wohl bleiben. Die Python erledigen. Obwohl, der Typ da hinten, der wäre auch ganz wichtig. Aber den kann ich jetzt gerade nicht machen. Wir können Teamarbeit machen, aber das würde jetzt, glaube ich, auch nicht so viel bringen. Ich hoffe halt nicht, dass der Legionär jetzt auf meinen Dings schießt, auf den Shield-Rub. In meiner Reichweite. Nee, mach dann nicht, oder? Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Nee. Ah, aber er trifft Claymore, das ist aber nicht schlimm. Okay, du musst jetzt unbedingt den Cheer-Up heilen, denn wir das müssen jede so schnell wie möglich alle Leute heilen. Und du kannst den letzten Schuss, die letzte Aktion auf einen Schuss. Ach, Mist, ey. Das ist natürlich sehr blöd. So, Cheer-Up. Den müsstest du eigentlich relativ gut treffen können, 72. Sehr gut. Und good old Claymore. Triffst du den? 51. Okay, geh mal dahin. 61. Puh. Ja, es reicht. 61%. Und eine Ladung bekommt Cheer-Up. Das ist immer gut. Gut, der erste Raum ist fertig. Wie es dann im zweiten Raum aussieht, da gehen wir noch rein. In den zweiten Raum gehen wir noch rein. Der graue Phönix muss einen VIP vor Ort haben, um den Deal abzuschließen. Schlecht für Sie. Schlecht für Sie. So, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wir können uns einmal reinhacken. Die erste eine, die durchgeht, macht 3 Schaden. Das ist halt wieder etwas sehr, sehr Geiles. Claymore. Und hier kommt der Rest rein. Ist es wirklich clever? Verge, geh mal raus und geh mal mit ihm rein. Weil dann kann er wieder seine komischen Psy-Kräfte machen. Wer geht als Erster? Du gehst. Ihr geht als Erster. Drücke vor. Sesam, öffne dich. Schauen wir mal, Freunde, was uns der Vorstoß hier bringt. Okay, du hast viel Treffermöglichkeiten, aber leider keine sehr hohe. Der Paladin da oben wäre gottwichtig. Gott sei Dank. Du hast eine Leviathan-Option und die benutzt du mal am besten für den Legionär, damit der nicht aggressiv bleibt. Jetzt sind die anderen Kollegen dran. Du schießt bitte auf den Paladin. Guter Treffer. Und du, mein Freund, machst genau dasselbe. Und damit sind schon mal 2 erledigt. Das hat wehgetan. Okay. Da hinten ist das, was wir brauchen. Das sind Beweise. Alles klar, Freunde. Sieht knifflig aus, aber wie wir weitermachen im Raum 2 von Raum 3, werden wir in der nächsten Folge sehen von XCOM Chimera Squad. Ich glaube, das könnte noch sehr interessant werden und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Es ist auf jeden Fall immer ziemlich spannend und mir gefällt das neue XCOM sehr, sehr gut, so als kleines Zwischenfazit. Coole Kämpfe, coole Mechaniken und gefällt mir gut. Und für 10 Euro, na gut, bald sind es 20, aber momentan immer noch für 10 Euro erhältlich. Also holt es euch, ich kann es euch wärmstens empfehlen, ihr seht es ja selber. Und damit kann man definitiv nichts falsch machen. Und das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Bis dann, Freunde.